So. Unterhosen. Bah. So, ein bisschen sexy so. Das ist deine Traumfrau. Hallo ihr Lieben. What's up? Willkommen bei dem zweiten Teil auf unserem Kanal von TK. Oh. TK. Wir machen weiter mit den 10 Facts about TK's Gay. So. Viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, aber was mir aufgefallen ist, ich habe Tribute von Farnham nie gesehen. Doch, einmal habe ich das gesehen. Aber mega viele Leute kommen und sagen, hey, du siehst aus wie Peter von die Tribute von Farnham. Das ist für mich irgendwie ein Fact, weil ich so viele Leute gesehen habe oder getroffen habe, die das immer wieder meinten. Ich finde es gar nicht, aber gut, wenn Leute mich damit identifizieren, ist ja nichts Schlechtes, ne? Also, warum nicht? Ich habe auf jeden Fall was und das passt auch gerade zum Hotel. Wenn wir jetzt hier ins Hotel einchecken würden, wird das Erste, was Katharina macht, ist zum Frühstück, weil, oh, ja. weil Katharina geht nichts über Hotelfrühstück oder allgemein über Frühstück. Time for brunch. Wir gehen jetzt erstmal Frühstück. Mittagessen. Jetzt erstmal gucken. Pizza oder Pasta? Guten Appetit wünsche ich dir. Essen ist top. Frühstück Liebe ist das Beste, was es gibt für Katharina. Für mich auch, ja. Aber nicht so eine Liebe wie bei Katharina. Meine große Liebe. Wenn ihr ihren Gefallen tun wollt oder sonst was, dann checkt ihr irgendeinen Gutschein für ein Hotelfrühstück. Keine Ahnung, was damit macht, ihr die größte Freude. Oh mein Gott, ja. Jetzt gehe ich ein bisschen ins Intimere rein. Und zwar, Tim trägt gerne farbige, bunte oder gemusterte Socken und Unterhosen. Unterhosen? Darauf steht er. Also er mag, finde das cool. Keine falschen Gedanken jetzt bitte hier. Stimmt, wir waschen hier zusammen. Zwischendurch ein bisschen Color, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, schadet doch nicht, ja, wieso nicht? Nee, heute ist schlecht. Katharina kommt manchmal auf ganz dumme Ideen. Haare färben ist so was Kleines, was so passiert ist. Auf einmal kam sie am nächsten Tag mit einer Haarfarbe rein. Nichts Schlimmes. Aber was auch richtig komisch war, wir waren zu unserem zweiten internationalen Wettkampf, den wir jemals zusammen gemacht haben, in Japan. Und im Hotel, alles gut. Und dann dachte sich Katharina an dem Tag vor dem Wettkampf, ja gut, ich muss hier ein bisschen Spitzen schneiden oder sonst was. Unterbrechung. Dachte sich, ich gehe einfach mal ins Hotel zum Friseur. Wir sind in Japan, kann ja nicht so teuer sein. Ja, falsch gedacht. Kurz mal Spitzen schneiden, schön an die fast 100 Euro gekostet. Und dann ist sie am nächsten Tag zu mir gekommen, Tim, ich habe fast 100 Euro ausgegeben, oh mein Friseur. Gott. Ich so, oh. So ein richtiger Reinfall. So ein Reisefail. Tipp von TK's Gang, geht nicht ins Hotel zum Friseur in Japan. Ich weiß nicht von wo, das kommt einfach so in meinen Kopf rein und dann natürlich dürfen wir wegen den Wettkämpfen nicht übertreiben. Ich glaube, die Wettkämpfe halten mich wirklich davon zurück, manchmal so dummes Zeug zu machen. Aber ja, das stimmt. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann mache ich das auch meistens. Nächster Fact über Tim. Das habe ich gelernt, seitdem wir zusammen in Russland wohnen. Ich liebe es. Tim hasst es. Rote Beete. Ja. Bah. Ich liebe rote Beete über alles. Leute, wisst ihr, wie dieser Kühlschrank stinkt? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist nicht normal, wie dieser Kühlschrank in Russland stinkt. Also ich esse echt alles, aber rote Beete, dieser Geruch, nee, das muss nun echt nicht sein. Ich hatte die rote Beete aufgemacht und die ist halt in so einer Tüte meistens, also gekochte rote Beete, kann man schlecht zumachen. Und dann macht Tim schon an einem Tag die Tür auf vom Kühlschrank und meint so, boah, was stinkt denn hier? Und ich dachte, es ist vielleicht irgendwas vergammelt, was bei uns eigentlich nicht so. Siehst du, da haben wir nämlich die Lösung, warum ich den ersten Tag Magen-Darm hatte. Das war wegen ihrer roten Beete. Da haben wir. Der Geruch hat mich umgebracht. Zweiter Tag. Tim so, boah, ey, das stinkt hier voll. Bis ich irgendwann mal auf die Idee kam, vielleicht ist es ja die rote Beete. Und so haben wir herausgefunden, dass Tim rote Beete überhaupt nicht ausstehen kann.
bei Katharina so, sie ist ja in Russland geboren, dann im Alter von 3 Jahren hier hingekommen, also für die, die es nicht wissen. Und bei Katharina ist es wirklich so, es ist interessant zu sehen, sie spricht ja mit der Familie so ein Russisch-Deutsch-Mix oder sonst was, aber sie spricht Russisch komplett anders, also nicht jetzt von der Sprache, natürlich ist sie anders, aber so vom... Wie sagt man das? Von der Stimmlage. Ganz anders als Deutsch. Russisch spricht sie so richtig so leise, so ein bisschen sexy. So, so keine Ahnung was. Das wusste ich gar nicht. Doch, so. Vielleicht liegt es dann auch noch an mir, weil ich die russische Sprache mache. Aber so ganz so ruhig und sowas. Und Deutsch halt so. Bum, bum, bum. Schmetterling! Einfach raus damit. Das ist echt, ich hab noch und zwar. Verrate ich euch jetzt ein Geheimnis. Tim liebt Margot Robbie. Das ist seine Traumfrau. Bitte komm hier, zu mir, er wartet, bitte. Ich warte. Ich, ist kein Problem, ich habe Zeit zu warten. Ich bin noch jung und ich habe schon unsere Zukunft durchgeplant. Margot, ja. Auf dich. Einen habe ich noch, und zwar bei Katharina ist es so, es geht alles über das Detail. Überall muss so ein bisschen, jeder Stein muss richtig liegen, bei Kostüme oder sonst was. Das muss alles stimmen. Also Kostüme, da gehe ich über Leichen. Wenn das nicht stimmt, dann können wir keine Freunde sein. Oha. Also das ist echt so. Aber deswegen ist gut, dass ich mich da raushalte und sie alles mit Kostüme. Ja, Tim hat das schon verstanden. Ja, ich probiere es gar nicht erst. Dann will ich auch noch eine Sache verraten. Und zwar, Tim steht voll auf die Tarzan-Musik. Musical, also Tarzan das Musical. Auf die ganzen Lieder von Phil Collins. So, dass er schon mir fast eine Gehirnwäsche bereitet hat. Irgendwann mal zu dieser Musik zu laufen. Das hat mir mein Vater auch wieder eingetrichtert, wie mit dem Kochen. Also er liebt Phil Collins und dann habe ich früher immer mit ihm Phil Collins gehört und seitdem bin ich voll Phil Collins-Fan. Also ist jetzt nicht so, dass ich das privat höre, aber ich kann es mir halt gut so fürs Eislaufen vorstellen. Aber ich habe leider 2 Gegenspieler, die 2 Hauptgegenspieler. Kann ich leider nichts machen. Schreibt's mal in die Kommentare, wie euch Phil Collins gefällt. Das wäre hier so. Dir gehört mein Herz. Nein, Mann. Das ist auf Deutsch. Jetzt verrat hier keinen Mist, sonst denken die was Falsches. Oh, das ist cool, Image. Ja, wir sind fast am Ende. Ich denke, ich mache den letzten Punkt. Okay. Und der schließt das Ganze auch gut ab. Und zwar haben wir beide, auch deswegen würde ich sagen, keine Schwierigkeiten gehabt, direkt miteinander zu laufen. Und zwar sind wir beide sehr, sehr ehrgeizig. Wir wollen immer nur das Beste, manchmal sogar zu viel von uns. Hm. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, dass bestimmt auch noch Katharinas Leben will immer das Beste, immer das möglichst Beste erreichen und probiert auch immer das Beste dafür zu geben. Und das war gleich so beim Probetraining, als wir uns das erste Mal quasi gelaufen sind zusammen, haben wir direkt gemerkt, okay, sie will genauso viel wie ich und das passt einfach. Fact von uns beiden, das ist voll der gute Abschluss. Also wie Tim gesagt hat, es ist halt einerseits gut, aber andererseits sind wir auch schon oftmals dadurch auf die Schnauze gefallen, sag ich mal jetzt auf gut Deutsch. Weil wir einfach viel zu sehr manchmal was wollen. Wir erlernen gerade das Entspannen oder einfach deswegen mal was locker zu nehmen. Deswegen befinden wir uns heute auch in so einer spannenden Atmosphäre. Damit sind wir dann, denke ich, am Ende dieses Videos. Ja. 10 Facts About. Genau, 10 Facts About Kathi und Tim. Schreibt uns einfach in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ihr noch mehr über uns wissen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Video. About TKs. Wir kennen uns gut, macht's gut. Bis dann. Ciao.